Pferd schickt man mal wieder raus, um den Bauern da zu vernichten. Sehr gut. Okay. So, Priesterchen. Du kannst mal ein paar Leute heilen. Du auch. Und dann verdoppeln wir die Lebenspunkte des Priesters. Jetzt hat er 25, nachher hat er 50. Die heilen hoffentlich alle jetzt. So nach und nach. Können die den da eigentlich heilen? Oh ja. Cool. Okay. Sind alle voll. Effektiver die Betäubung machen wir natürlich auch noch. Pff, ja, die Wahl brauche ich eigentlich nicht. Oh, die Wagenschützen, die kosten gar kein Gold. Das heißt, die sind bloß aus unendlichen Rohstoffen machbar. Also unendliches. Davon mache ich mir mal zwei. Ist schließlich wichtig. Ja, schon wieder ein Bauern. Ich muss mehr Häuser bauen, stand da gerade. Steht da natürlich auch bloß ein paar Sekunden da, weil man ja auch schneller lesen kann, wenn man schneller spielt. Da noch eins hin. So schön im Quadrat. Und hier können wir die noch 40% schneller machen, die Priester. 50 Hilfe müssen wir jetzt haben, ja. Was heißt das da? 100% Zeit. Ja, gut. 10 plus 3 Reichweite ist natürlich sehr gut. Hier geht noch einer ans Holz mal mit. Ach ja, wir haben ja jetzt Kavallerie gleich. Können wir mal das machen. So, hier ist das der Bauernhof im Züchter kaputt gegangen. Wie könnte es anders sein? Unsere zwei Wagenschützen können mal nach da. Und du kannst mal nach da hintergehen. Du kannst von hier daran arbeiten. Haben wir jetzt eigentlich schon mal... Ja, einmal haben wir es gemacht, ein zweites Mal noch nicht. Soll ich das machen, das zweite Mal? Fernwaffenreichweite höher ist auf jeden Fall was Gutes. Können wir danach auch gleich noch ein weiteres Mal machen. Ja, ich bin schon seit Stunden irgendwie dabei, 1000 Nahrung zu sammeln. Aber wow, das verdränge ich immer wieder. Das ist ja nicht so wild, ne? So. Haben sie jetzt auch viel hier? Das ist aber schade. Jetzt haben die für eine Reichweite 7 plus 1. Was hat der? 7 plus 1. Okay. Was hat der? 5 plus 1. Fernwaffenreichweite erhöhen nochmal. Machen wir. Damit sind wir wieder weiter denn je von den 1000 entfernt. Du machst noch fleißig. Ihr macht auch noch fleißig. Ihr auch. Du auch noch. Bald kannst du dann den Walddichter machen, denke ich mal. Ach komm. Das Pferd darf mal Spaß haben. Oh. Hm.
haben wir den auch geschickt ausgelöscht. Oh oh. Jetzt ist unser Schiffchen weg. Das ist schade. Das ist sehr schade natürlich. Aber naja, sowas passiert. Dö-dö-dö. Da wartet unsere Armee immer noch. Was ging hier nochmal ohne, dass wir dafür Gold brauchten? Ach, das. Brauchen wir das? Ich glaube eigentlich nicht. Das hier könnten wir brauchen. Ist wieder ein Haufen Nahrung weg. Aber wen interessiert das? Ist doch egal. So, dann kann das Pferd daran Spaß haben. Bringt zwar nichts, aber naja. Ich war der Meinung, die kann man dann später auch noch weiterentwickeln. Das möchte ich erstmal noch machen, bevor ich einen Angriff starte. Aber dazu brauche ich ja 1000 Nahrung. Und das dauert noch so ewig. Tja. Ach komm, weißt du was? Ich mache jetzt mal Angriffsversuch. Und dann starte ich mal einen Angriffsversuch. Die bekommt die Aufgabe da anzugreifen. Und der Rest bekommt die Aufgabe des Beschützens. Das war gerade doof, weil ich muss mal Truppchenbildung machen. Ja. So, das ist eine Truppe. Und du bist die andere Truppe, ja. Wenn ich der Truppe sage, sie soll irgendwelche Leute angreifen, dann sage ich es dir nicht gleichzeitig. Gar nicht so schlecht. Ein paar Verluste mussten wir erleiden. Ja, die waren jetzt nicht so schlimm. Sie waren verkraftbar, sage ich mal. Dann stellen wir uns mal da hin. So. Jetzt rücken die Priester mal nach. Beim zweiten Ding jetzt probiere ich mal eine andere Taktik. Wir nehmen mal noch was mit, und zwar einen Bauern. Ach Leute. So, Priester jetzt.
beeilt mal die Leute. Ich speichere mal auf Angriffsversuch, weil es immer noch der Angriffsversuch ist. Aber die erste Welle war ganz gut. Habe ich die beiden nicht gruppiert eigentlich? Sag mal. So. Achso, den noch. Und jetzt seid ihr soweit. Dann nehmt ihr euch mal die zwei Berittenen hier mit. Monotheismus entwickeln, bevor sie... Ah, okay. Ich brauche Monotheismus. Das ist wahrscheinlich was, wo ich erstmal in das nächste Zeitalter muss. Das bedeutet, wir nehmen uns mal diesen. Diesen Bauern hier mit. Der nutzt seine steinischen Fähigkeiten, um dort einen Turm hinzuplatzieren. Falls die irgendwie nochmal auf die Idee kommen, mich angreifen zu wollen. Ganz langsam arbeiten wir uns vor, Stück für Stück. Der Turm hat ja auch keine Aufgabe vorhin. Den habe ich gerade erwischt, als er keine Aufgabe mehr hatte. Der rennt jetzt mal nach hier hinten. Okay, jetzt greift er fortwährend an. Eigentlich mal. Was ist nur los? Kannst den gerne angreifen, ne? So. Bauer, du könntest jetzt dem Holzer helfen. Der macht sich hier nämlich eine Lagergrube hin. Da so. Dann fängt er an, den Wald aufzuräumen. Das Fischerboot sieht irgendwie untätig aus. Ja. Jetzt kann ich von da die Fische holen. Dauert zwar immer länger, bis es am Hafen ist, aber naja. So, ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich schon lange bereit, sie zu vernichten, aber... Ich kann ja schnell nochmal unter demselben Namen speichern. Und dann kurz mal ja, einen Berittenen nehmen. Und ein bisschen gucken, wie es hier so aussieht. Da sind noch Steine für uns. Und ich habe das Gefühl, es geht nochmal hoch. Da sind nochmal Steine für uns. Oh, das sind Freunde. Das macht Spaß. Das war lustig. Oh. Das war auch lustig. So. Ich nehme das total ernst. Ach ja, da hinten ist das.
Dann ist ein Dorfzentrum, aber wir sollen das Regierungsgebäude vernichten.